Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir. Ich glaube, jemand anderes muss anfangen. Heute werden wir Vorhänge aufhängen. Weil wir nicht so viel heizen wollen. Genau. Und wenn dann hier Vorhänge hängen, wird es zu dunkel. Und darum brauchen wir noch Licht unten. Das heißt, wir hängen Vorhänge auf. Oben. Oben. Und danach Flutlicht da unten. 4x100 Watt, das dürfte sehr, sehr hell sein. Darauf freue ich mich schon. Weil wir mehr Strom produzieren wollen und weniger Wärme. Genau. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an, Vorhänge aufhängen. Okay, ja. Dann auf geht's. Ja, danke. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es gibt sehr. Diese Dinger, die kommen in die Decke. So klippst du die von hier unten irgendwie so rein. Doch, guck hier. Das kommt in die Schiene rein. Und dann sind die da drin. Und dann kommt es da dran. Kein Witz, wie viele Ingenieure braucht, um eine Schraube aus dem IKEA-Schrankscharnier-Dingsbums rauszukriegen. Ich bin nur ein halber. Du bist ein ganzer Ingenieur. Ich bin eine halbe. Nein, du bist eine ganze. Ich bin Wirtschaftsingenieur, das ist nur halbe. Oh. Beziehungsweise nichts Ganzes und nichts Halbes. Das hast du jetzt gesagt, ja? Ja. Machen wir so einen Verbindungsknüppel da rein. Wir können das ganz gut mit diesen Dingern machen, wenn wir einmal. Ja, das steht gut. Ich hab diese Schraube drin hier. Die Arme sind zu kurz. Willst du flexen wir unten? Mir ist übrigens ein Stückchen hier hingeflogen. Also Schutzbrille ist sehr wichtig. Oh! Ja, hör mal. Oh. Du kannst gar kein Gas geben, du. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, also. Machen wir 5 auch. Nee, wenn da 10 Stück. Also, wir können jetzt nicht genau die nehmen, weil wir 6 Stück pro. Wir können noch hier nachführen. Oder welche raus machen. Aber wenn man schon zu wissen, ob. Heißt, wir hängen jetzt auf. Wir machen jetzt 3 nach, sonst verdingseln wir uns, oder? Ja. Ich mache was so, oder? Ja. Noch die Schere, weiter der Schere als Abstand. Ja, das. Okay. Das passt doch. Das ist geil. So viel Schlaf noch in deinem Auge und so bist du auf Video. Lass mal raus. Ja. Das können alle wieder. Okay, wir sind fertig. Wir sind fertig. Die Vorhänge hängen. Wir haben doch 8 gebraucht, obwohl wir 6,2 berechnet haben. Was sagt ihr dazu? Was war euer Learning? Was hast du gelernt, Lea? Ich weiß nicht. Nichts. Und was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ich hier zu so einem Vorhang 18.000 Sachen beilegt und dann man davon von nichts braucht. Und die Sachen, die man braucht, passen nicht. Ja. Also ganz ehrlich, das da hinzufummeln mit so einem, mit diesem Ding. Nee, oder? Was für ein Ding? Ich fand die Lochbohr- und Spackmethode schon okay. Ja. Ja. Die war pragmatisch und effizient. Wir machen jetzt weiter mit den Flutlichtern. Ich gehe nach Hause. Gut. Ins Maul. Jetzt wir dürfen jetzt runter in die Kälte. Stimmt. Wow.
Gut, jetzt sind wir unten und wir werden jetzt noch 4 solche 100 Watt Flutlichter montieren, damit der Lastwagen, der Husar, ausreichend ausgeleuchtet ist. Da ich wie immer keinen Plan habe von Elektronik und mich das nicht traue, habe ich noch Felix zu meiner Seite. Felix, magst du kurz erklären, was wir vorhaben? Ja, wir gehen hier an die schon vorhandene Elektronik ran oder an die Elektrik ran von den Lampen, die wir hier montiert haben, für die Seite hier drüben. Auf der anderen Seite haben wir auch inzwischen, oder die waren schon davor, da glaube ich, die Steckdosen. Genau. Ja, da werden wir da unten dann den Strom wegnehmen und auch. Also hier. Genau. Und auch nach oben legen, nach links und rechts, jeweils ein Strahler. Und auf beiden Seiten dann jeweils auch einen Schalter, damit wir die unabhängig voneinander schalten können, um auch mal nur eine vielleicht anzumachen, genau, Strom sparen. Also ungefähr hier, da und dann aus derselben Höhe da und da. Ja, ich glaube, damit haben wir alles gesagt, oder? Ja, Material ist genügend da, hoffen wir mal. Aber das sieht gut aus. Genau, wir haben Strahler, 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 Schalter, Schalter und Leerrohre, Akkuschrauber ohne Ende und noch ein paar Verteilerdosen und Vagos. Ich denke, es müsste reichen. Das reicht. Legen wir los. Jetzt dann. Gut, wir sind zurück von der Pause, haben 2 LED-Strahler montiert. Man kann sie hier sehen auf der anderen Kamera und da oben. Wir haben gemerkt, dass sie flackern, was für Videoaufnahmen ziemlich schlecht ist. Ja. Trotzdem machen wir es weiter und montieren die andere Seite, weil wir auf jeden Fall die Strahler brauchen. Das heißt, wir tauschen dann noch maximal die Strahler selber aus und nicht die Kabel und so. Das geht ja noch recht einfach, also es ist ja dann nur Strahler umschrauben und Kabel umklemmen. Man hört mich aus, wir machen weiter und gucken, was passiert. Eben. Auf geht's. Los geht's. Könnt ihr das noch reichen hier? Oh. Gleich ab, wenn es noch. Die Laser-Schauen ist auch nicht so schlimm. Geil. Wir können ja. Ich muss mal kurz zeigen, was ich nicht gebaut habe. Hammer. Und dann könnt ihr davon nehmen. Ich sichere dich einfach. Das freut mich. Kabel, binden die. Ja, eben. Ja, das ist cool. Wenn es verdreht läuft, wie ihr sehen könnt, leuchten die Strahler. Wenn 4 leuchten, finde ich es besser als mit 2.
Oh ja. Man wird nicht dumm dabei, oder nicht ganz so dumm zumindest mal. Nicht dümmer, als wir eh schon sind. Wir werden nachher auf dem Material sehen, ob es flimmert, aber ich glaube nicht, was ich cool fände. Ja, ich bin happy. Man hat das hier beim Hussar überall Licht von allen Seiten, kann hier werkeln. Muss nicht immer mit den Softboxen irgendwie hantieren, die im Weg rumstehen. Ja, wir können mal schauen, vielleicht gibt es bei den GoPros noch Einstellungen, dass wir dagegen wirken können. Finde ich gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich bin froh, dass wir jetzt Vorhänge haben, es oben warm bleibt, wir unten Licht haben, die Softboxen nicht mehr im Weg sind, sondern es einfach generell hell ist. Ja. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich und dann ein paar Pornoshots. Heiß. Okay.